Hallihallo und willkommen zurück zu einem neuen Promotion-Video mit eurem Chrono Staff. Heute kümmern wir uns wieder um ein Schiff von Creepercraft City alias Robin. Und zwar die Quetta. Das ist das Schiff, dem ich demnächst den Titel hässlichste Schiff aller Zeiten abnehmen werde. Aber jetzt erstmal, ich meine, ihr seht schon, ich will es erstmal von außen zeigen, aber ich bin eigentlich hier schon am Ende. Da ist schon wieder das Heck, also es ist nicht besonders groß. Robin, erstmal allgemeine Worte zum Schiff. This ship is from British India Line, aber für welche, die kein Englisch können. Dieses Schiff gehört der British Indian Line. Und es ist gesunken durch einen Riff, also durch einen Felsen, in 3 Minuten. Und dann ist es noch explodiert, also 2 Minuten explodiert und dann tot. Ja, 3 Minuten. 45 Grad Winkel, also das Ding ist wirklich so ein Titanic-Untergang gewesen. 3 Minuten, also 3 Minuten sind nicht viel. Das Video ist wahrscheinlich, ihr könnt da im Video 3 Minuten wart schätzen, aber egal. Na ja, gut, Robin, bring ein bisschen hinter uns. Also hier ist die obere Brücke, ja, gut. Und hier ist halt, ich kann hier mehr zeigen, weil es ist klein und da oben ist es, Brücke. Also man sieht hier sehr viele. Moment, ja. Egal. Auf jeden Fall wollte ich das Schiff einfach mal bauen, weil ich weiß nicht, ich habe einen Bauplan gefunden. das ist eigentlich keine Begründung, aber hier ist Crew-Store, Waschplace, Crew-Zeug, eine Pantry, ein Offizier. Ja, sehr schön hier. Hier ist der Captain. Sehr geräumig. Ja, gell, das ist. Es ist halt so ein Zwischending aus, keine Ahnung, Britannia das, und dann. Das kann man hier alles zeigen. Also, ich will ja nicht zu viel verraten, doch will ich. Also, hier geht's in die Crew-Quartiere. Ja, toll, cool. Und hier sind die Ingenieure, die Trimmer. Ja, schön. Da. Gibt's auch noch erste Klasse öffentliche Räume? Nein, noch nicht. Wir machen das diesmal von rückwärts nach vorne. Hier ist die dritte Klasse. Yay. Yeah. This is third class. Dining room. And Aufenthaltsroom. And here are typical third class Kabine. Hm. Gut, ja, das war's mit der dritten Klasse. Okay. Ja. Wir werden jetzt nach hinten laufen. Da hinten hin. Folgen Sie mir. Ja, beeilen wir uns mal. Gut, ne? Habe ich gesagt, dass wir uns beeilen müssen? Ja gut, das habe ich. First Class Entranze. First Class, okay. Gut, das ist das Treppenhaus. Hier ist die Lounge. Yay, Lounge. Ne? Ja, was sagst du? Lounge, Musik ist da und Bänke. ja, britische Indianer halt. Hier ist eine Uhr, dieses Bauteck. Und hier sind wir schon auf dem A-Deck, Mensch, jetzt alles schnell. Hier ist ein Gentleman-Lavatory. Hier sind Köche, eine Pantry und Crowley. Aber das ist natürlich nicht. Hier ist der wunderschöne Dining Saloon. Yay. Dining Saloon. Ja, der ist eigentlich nicht schlecht. Glaskuppel. Gut, das war schon fast mit der ersten Klasse. Hier noch ein paar Kabinen. Nee, hier gibt's auch ein Ladies Room mit Waschbecken und danach direkt neben dem Klo. Sehr skurril. Ja, hier sind noch ein paar Kabinen. Hier zum Beispiel. Ja, genau. Kabine. Erste Klasse Kabine, ne? Dann läuft man hier hin und dann hat auf einmal hier hinten, ganz weit hinten, eine Sitzgelegenheit. Cool, ne? Ja. Gut. Und dann ist halt hier noch so ein Treppenhaus, ein anderes. Müssen wir mal gucken. Ah ja, hier dieses Teil. Ja. Gut. Und dann kommt man hier raus. Das ist Maschine. Hier. Ja, das Maschinenraum warten wir ganz kurz. Also, das war schon das ganze Schiff. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist in Engine Room. Wo bist du jetzt reingegangen? Hier. Ich sehe dich nicht. Hier hinten. Wo bist du? Wie, ich bin immer noch außen und fliege übers Schiff. Ja, anscheinend siehst du mich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Weniger war im hinteren Masten. Direkt drunter. Hinteren Masten, direkt drunter. In diesem kleinen Gebäude oder was? Vor dem kleinen Gebäude. Vor dem kleinen Gebäude, was ist das? Wo bist denn du? Hier sind die Musiker drin. Also, na? Hä? Wo bist du jetzt? Es ist doch nicht. Man kann sich hier doch nicht verirren, was. Gut, machen wir das jetzt halt selber. Also, wir gehen jetzt erstmal hier runter und notfalls müssen wir uns durchbohren. Ich hoffe aber, dass wir irgendeinen Eingang finden. Wo bist du zu. Okay. TP. Co. What? Hä? Wieso bist du noch hier? Okay. Ja, ich habe mich oben bewegt, plötzlich warst du weg. Du musst schon warten, bis ich hinterherkomme. Crew only. Ich denke mal, das ist dann
Ja, zumindest Laderäume, was soll's. Ja, ja, das hat sehr viele Laderäume in das Schiff. Wir graben uns mal hier durch. Und hier ist. Oh. Sehr schön eingeräumt übrigens hier, muss ich sagen. Ah, hier. Das ist so klein, der Engine Room. Also hier ist. So, das ist jetzt der Maschinenraum des Schiffes. Ja, so. Und hier ist, soweit ich weiß, ein Kesselraum. Ende. Ja, das war's ja. Das war das Schiff. Hier sind noch Lagerräume. Und ja, wenn ihr es genauer ansehen wollt, ich weiß. Oder lasst es. Ich weiß, ich würde es verstehen, wenn ihr es nicht downloaden würdet. Aber schenkt es wenigstens Beachtung und akzeptiert, dass es existiert hat, ja? Bitte. Respektiert es. 3 Minuten, sage ich nur. 3 Minuten Untergang, der schnellste Untergang, der mir bisher bekannt ist. Gut, das war's dann auch schon wieder und ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Video.